das tut weh. Könnte sogar eine geprellte Rippe sein, fast. Der Verband ist auch sowas von nass. Sag bloß, er kriegt neue Klamotten. Man. Didn't clean the pain away, but Karen seems to be on the move quite often. You look bad. Gotta change that dressing soon. Eigentlich gleich, weil er ist komplett nass. Er ist komplett durch. Naja. Deine Gesundheit. Wonder how long Karen has been here. This country is just way too big. You've come a long, long way, buddy. This thing is killing my back. I got bruises on my bruises. Aber es ist important. Oh, wir haben ihre Visitenkarte jetzt auch. Julian hat mitgenommen. Das Bild sieht super aus. Und jetzt Krankenhausdinger. Ach, ich liebe die Zeichnung. Das ist der nette Fahrer. Und... okay, Daniel wurde von einem Kult eine Gehirnwäsche unterzogen. Er will bei ihnen bleiben und ich hab's mit dieser Pastorin versaut. Ich bin hier direkt in die Falle gegangen. Ich bin so blöd. Und dann noch Karen. Was zum Teufel macht sie hier? Wie hat sie uns gefunden? Ich will nichts von ihr. Nada. Aber du wirst sie brauchen, mein Freund. Zwar das nicht zu kurz. Nein, die Zaubertafel ist im Arsch. Karen was always into low-tech. I even think it's the one she had back then. Manchmal ist low-tech besser als high-tech. Huh. This isn't her tablet. Yay, technology. She came prepared. Reverend Mother doesn't look too humble. Looks like a roach motel. But... 2 Sterne. Nobody will find me there. Willkommen in deinem neuen Leben in der Kirche des universellen Auferstehens in Heaven Point. Darum geht... ach so, ja. Darum geht hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles. Doch, was ich auch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Matthäus, Mission. Akzeptiere den Herrn. Verbreite die Worte Jesu. Halte die Gemeinschaft die Treue. Suchung und selig zu machen, was verloren ist. Lukas 19,10. Eine Nachricht von Mutter Pastorin Lisbeth Fischer.
Als Pastorin unserer heiligen Kirche habe ich mein Leben und meine Liebe der Lehre der Bibel und unserem Herrn gewidmet. Ich wurde in meiner Kindheit mit den Berufungen gesegnet, dass es mein Privileg, seine Worte zu verbreiten und diese liebevolle, rechtschaffende Gemeinschaft in Heaven Point zu führen. Ich freue mich darauf, jeden Einzelnen zu treffen, der unser bescheidenes Heim besucht. Gemeinsam werden wir die Reise zu einem neuen Leben beginnen, welches vom Geist unseres Herrn und Erlösers geleitet wird. Gott segne euch alle. Die Gemeinschaft in Heaven Point. Nevada ist eine lebendige Oase, in der Individuen und Familien ihren Glauben in eine Gemeinschaft ausleben können, die den Lehren Christus gewidmet ist. Alle, die unseren Glauben teilen, sind eingeladen, mit uns eine Brücke zum Herrn und seinem ewigen Reich zu bauen. Gastfreundschaft. Mein Lieber, du handelst treu in dem, was du an den Brüdern tust, zumal an Fremden. 3. Johannes 1,5. Dankbarkeit. Dies ist der Tag, an den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Psalm 118,24. Vergebung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Epheser 4:31-32. Ein Stück von Heaven Point von Robert Nile. Eines der großen Geheimnisse von Nevada ist es, wie es den Heiligen Geist und den Heiligen Dollar im Gleichgewicht hält. Wenige Touristen reisen um die Welt, um ihre Religion aufzusuchen, doch in der eng verbundenen christlichen Gemeinde von Heaven Point, Nevada, hat eine charismatische Pastorin ein frommes Gefolge aufgebaut. Wie sie mir in einem Interview in ihrem friedlichen Kirchenbüro erzählte, verbrachte Pastorin Elizabeth Fisher ihr ganzes Leben als demütige Dienerin des Herrn, die den Ruf hörte, seine Liebe und Ehre zu diesem dunklen Zeitalter zu teilen. Ich hatte ein machtvolles Erlebnis als Kind, welches mich auf diesen rechtschaffenen Pfad führte. Sie lächelte sanft und berührte meine Hand. Doch hier geht es nicht um mich oder meine Geschichte, wie ihnen jeder in unseren wundervollen Kirche erzählen kann. Und erzählt haben sie es mir. Die Mitglieder der Kirche des universellen Auferstehens sprechen mir gedämpfter Stimme über ihre Pastoren und wie sie von ihr inspiriert werden. Pastorin Fisher will nur ihren Segen mit uns teilen, sagt Corey Johnson 34, eine neue Ergänzung zur Gemeinde. Ich war recht zynisch, bevor ich zu einer ihrer Predigten kam. Man konnte die Elektrizität in der Luft fühlen, als sie sprach. Manche weinten, eingeschlossen ich selbst. Das ist eine Bewertung vom Hotel. Oh, eine Notiz. Be right back. We'll find out. Bin kurz einkaufen, ich hole was zu essen, falls du hungrig bist. Neue Socken und Unterhosen sind im Bad, gehören dir, falls sie passen. Ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, Jacob anzurufen. Seine Nummer steht in einem Brief. Bin bald zurück, Karen. Jeez. It only took Supermom 8 years to give a shit. Liebe Mrs. Diaz, mein Name ist Jacob und ich habe mit ihren Söhnen Sean und Daniel auf einer Farm in Kalifornien gearbeitet. Es gab einige Probleme und Sean wird vermisst. Ich bin jetzt mit Daniel in Heaven Point, Nevada. Er gab mir diese Postfachadresse. Falls sie dies bekommen, denke, Daniel ist in Gefahr. Er braucht Hilfe, um von hier wegzukommen. Ich kann Ihnen mehr erzählen, wenn Sie mich unter dieser Nummer anrufen. Bitte beeilen Sie sich. Vielen Dank, Jacob. Oh, Jacob ist voll nett. Können wir jetzt anrufen? Leer. Hello? Jacob, it's me, Sean. Sean? No way! I've been waiting to hear from you for months! So you found my note in your sketchbook? Yeah. Where are you? You have to come here, Sean. I know. I'm not far. In a motel. Good. Listen, I can't talk right now. I gotta go. Wait! Daniel, how's he doing? Meet me tomorrow afternoon on Brandy Highway. There's
There's a junction just above Haven Point. There's a wild mice ranch billboard there. I'll be there at 4. Jacob, wait! I can't talk, Sean. Be there tomorrow. Please. Die Sekte hat ihn. Damn. He couldn't really talk. All this is so messed up. I really should finish reading this someday. So Karen did check it out. Wonder if she saw Daniel in action. Kinda pretty. Wonder if she made it. I know I shouldn't peek, but... whatever. Damn. Karen does like to capture the world around her. Näher mit jeder Meile. Mein Herz rast und ich erinnere mich, kenne das Gefühl. Es gibt kein Ankämpfen gegen dieses Schlagen, das ihn zerreißt. Meinen Kern. Gott, das tut immer so schnell. Blues am frühen Morgen, Kaffee, rotäugige Tocker und traurige Familie, schlechtes Rührei, nicht die Schuld der Kellnerin, sie hat es eilig. Vermutlich Ende einer langen Nachtschicht. Namensschild sagt Clementine, so 22, rothaarig, braun gefärbt, Augenbrauen und Hauttöne lügen nicht. Irische Abstammung? Tochter des Besitzers vielleicht, Mahoneys? Vages, höfliches Lächeln. Gedanken sind woanders. Etwas tollpatschig, wirkt abgelenkt, nervös. Junger Koch nennt sie Clemmy, Bruder, Freund. Entschuldigt sich, wenn die Bestellungen lange dauern und sie dafür einen draufkriegt. Wissen Mama und Papa, dass du während des Jobs datest, Clemmy? Arbeit und Liebe mischen geht selten gut. Ist das ein brandneues Babybauch? Was? Ist das ein brandneuer Babybauch unter der dreckigen Schürze? Es ist 2017 und junge Leute sind immer noch dabei, Babys zu machen. Ich schätze, nichts anderes. Nichts ändert sich je wirklich. True. Yeah. Karen did her own road trip to get here. Apfelkuchen. Oh, da gab's eine zweite Seite. Karen did her own road trip to get here. Cheesecake. Cheesecake würde ich auch nehmen. Wir warten jetzt mal auf sie. Let's just rest while I wait for her. If she comes back. Trauma fürs Leben. Hey, sorry it took so long. Fucking store was packed. How you feeling? Nothing broken? Altar boys don't fight fair. Yeah. I'm okay. Double cheese, no onion, right? That'll do. Got you some gauze and antibacteria stuff for your eye. Hey, don't wolf that down. Or at least take a breath. Like you care. Sean, I do. Come on, Karen. Don't act all hurt. It's too late. Where were you when I broke my leg when I was 13? Not with me. When Daniel got a bad flu a couple years ago, you didn't sleep next to him every night. Where were you? Where were you? Fair enough. So let's talk, because we do have to get your brother out of a cult. I'm listening. How did you two survive alone on the road for that long?
We almost didn't. We just kept moving. And nobody helped you along the way? You know I don't have to answer your questions, right? You're right. So tell me what you want from me, Sean. Nothing, Karen. I mean, what do you want from me? A fucking hug? Hey, I just want you to know what I did. And why. If you care. So, ask me anything. All right. Why did you bail on us? I wasn't meant to be a wife or a mother. I thought I was supposed to. I tried to pretend for many years. But I was unhappy, and the urge to leave just became unbearable. I had no other choice. Are you serious? You chose this life. You fell in love. You made your own choices, right? Making your own choices doesn't mean you can never fool yourself, Sean. After I had Daniel, you were about 8, and Esteban's garage was getting busy. There was so much going on around me, yet somehow I just felt that my own life was just slipping away. Felt like an empty shell. Sean, it was the hardest decision I ever made. I knew I might never see you all again, but I took that responsibility. Did Dad know about all of this? I was honest with your father. We did family therapy, but it wasn't about him. It was me. He was heartbroken for months after you left. Years. I was too. I was in love with your father. He was the best person I ever met. But just not enough for you. Something was missing from the equation, yeah. I was. So what exactly are you doing in Nevada? You live around here? No. I'm way out in Arizona. Sean, I told you. Your friend Jacob wrote my P.O. box and said Daniel was in trouble. That's it. Arizona? Holy shit. It's just lizards and rocks. Yes, I found something there. New York didn't really do me good, so... Yeah, okay. Think I've heard enough. I didn't have a choice, Sean. We only have one life. And I didn't want mine to be spent in regrets. For years, I fooled myself. Thinking I'd find satisfaction into what society expected me to be, and that was my mistake. I hope someday you can understand that. But I never stopped caring about you. For what it's worth, I am sorry for hurting you and Daniel and Esteban. Oh, please. It's too fucking late for that shit. No matter what, you left your own kids and my dad, so don't even. I know it's too late. I want you to know how I feel. Yeah, I still don't care. Jeez. Das ist hart in dem Alter. Sean, whatever you want to say to me, this is the time. Let's just get it all out in the open, see what happens. I mean, I get you wanted to leave and stuff, okay? But why would you ghost us like that? Not even a fucking birthday card. I just...
I thought if I vanished, you would all move on. But I wanted to contact you guys so many times. I almost did. But you wanted a clean break from us. I didn't want to be a part-time, pissed-off mother. Not fair to any of you. I left when Daniel was still very young, so he wouldn't remember me. Cool plan, Mom. You hurt Daniel way worse. He thought you took off because of him. I know. I hope I can make it up to you, Daniel, someday. I can start by getting his ass out of that church. Cult. Whatever. So, what did you do when you left? Where did you go? I pursued some dreams and failed. Learned the lessons. I guess all this time I tried to find out what really matters to me. Which doesn't involve a husband and two kids. It does to a lot of people, and I totally respect that. Just not to me. I wasn't good at making plans, which is what most of modern life is about, right? School, job, marriage. Ask my mom and dad. They wanted me to follow their rules, their faith. Oh, I tried, but I wanted to find my own way, with no security blanket. Family, religion, social norms. It's just all about security, after all. But it all just looked like a sweet golden jail to me. I tried to escape that. Yeah. Hope it was worth it. It was. For now, I've found my place in the world, with like-minded people. I'm at peace with my fuck-ups and my decisions. How do you make peace with bailing on your parents, your husband, and your kids? I know, that's hard to understand. But I think people should know who they are. And not fake it for anybody. So, did you ever actually miss us? Or Dad? Of course, Sean. I do miss your father. He had such a big heart. He could brighten up a rainy day. That was like his superpower. But above all, I missed watching you grow up. See how you saw the world. I missed sharing these moments with you, Sean. Well, that's your loss. I don't expect you to believe me. But I mean it. Whatever. You sound so careless. It's like you can't even realize how much pain you've caused. I do care. It's why I'm here. To help you and your brother. If I didn't step up to help him now, I couldn't live with myself. I gotta change my dressing. This thing fucking hurts. Sean, I know I can't change the past. Or what I did. But this is about helping your brother. You gotta trust me this one time. I know. It's still hard. But yes,
We have to be a team to rescue Daniel. We can do it. Okay. How? We need to get in touch with this Jacob. He obviously knows a lot more than us about the church. Well, I called him when you were out. We can meet with him tomorrow. Okay, good. I also got these, just in case. Okay. Better take care of the eye. So, do you need any help with that? Yes. Thanks. So, you feel like telling me the story here? When we have time. Gotcha. Wir haben keine Wattestäbchen mehr. Doch. Here, try this on. Cute. How do I look? Great. Thank you, Karen. Big day tomorrow, so we should get some rest. Yeah. I'm ready to get Daniel. Er sieht zumindest schon badass aus.